Shalom, liebe Geschwister, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von der Botschafter. Heute werden wir sprechen, ob Jesus unter das Gesetz stand, als er als Mensch auf die Erde gekommen ist oder nicht. Und wenn ja, was ist gemeint, dass Jesus unter dem Gesetz war? Auch hier herrscht ein bisschen Unstimmigkeiten unter den Christen. Auch ich habe hier schon ein paar Gespräche gehabt. Und zwar, wenn man sich immer da ein bisschen auseinandersetzt, und zwar, man will halt erklären, dass wir als Christ Jesus nachfolgen möchten. Und wenn wir Jesus nachfolgen möchten, müssen wir auch so leben, wie er gelebt hat. Er hat die Gebote gehalten und somit müssen auch wir die Gebote halten und wir alles Mögliche versuchen, die Gebote so gut wie es geht zu halten. Und dann, weil der Herr, unser Messias, unser Vorbild, es genauso gemacht hat. Und als Gegenargument kommt dann natürlich die Aussage, ja, aber Jesus musste das Gesetz halten, denn er war unter dann das Gesetz und er war gezwungen, das Gesetz zu halten. Jetzt ist die Frage, war Jesus tatsächlich gezwungen, das Gesetz zu halten? Christen meinen, wenn man sagt, man steht unter das Gesetz, meinen die, dass man verpflichtet ist, das Gesetz zu 100% zu erfüllen, also 100% zu halten. Christen meinen, dass wenn wir unter dem Gesetz sind, unter das Gesetz, dann muss man, wie soll ich sagen, dann ist man gezwungen, das Gesetz zu halten. Dann macht man es nicht mehr aus Liebe, ja, dann macht man es tatsächlich aus Zwang, aus Verpflichtung. Ja, man ist verpflichtet, das Gesetz zu halten. Ja, wenn das die Definition ist vom unter dem Gesetz sein, dann kann ich wohl sagen, dass es falsch ist, denn Jesus war nicht verpflichtet, das Gesetz zu halten und er war auch nicht, wie soll ich sagen, gezwungen, das Gesetz zu halten. Wir wissen alle, und ich brauche da keine Bibelverse zu nennen, aber wir wissen alle, dass Jesus freiwillig das Gesetz gehalten hat und freiwillig den Wille des Vaters getan hat und auch nicht gezwungen und aus Verpflichtung, sondern weil er den Vater geliebt hat. Er hat einen Auftrag gehabt, tatsächlich. Er musste das Gesetz erfüllen, aber für uns, nicht für sich selbst. Und er war nicht gezwungen, das Gesetz jetzt zu erfüllen für uns, sondern Jesus hatte zwar den Auftrag, das Gesetz zu erfüllen, aber er hat es freiwillig und aus Liebe gemacht. Und nicht, weil er gezwungen war oder er sich verpflichtet gesehen hat, dieses Gesetz zu halten oder die Gebote Gottes zu halten. Wir haben einen Bibelvers, wo es heißt, dass Jesus unter dem Gesetz war. Ja, und Jesus war auch unter dem Gesetz. Doch die Definition, es muss anders definiert werden. Es heißt nicht, unter dem Gesetz bedeutet nicht, dass er jetzt verpflichtet oder gezwungen war, das Gesetz zu halten. Denn ein Zwang oder eine Verpflichtung deutet auf etwas gegen deinen Willen. Ja, wenn du gezwungen wirst, etwas zu machen, ist es eigentlich etwas, du willst es nicht, aber du musst es. Und bei Jesus war es nicht so. Er wurde nicht gezwungen. Jesus war sein Wille. Okay, es war sein Wille, weil er den Vater geliebt hat. Aber wir gehen mal auf den Vers, wo es heißt, in Galater Kapitel 4, Vers 4, da heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Okay, hier wird gesagt, er ist geboren unter dem Gesetz. Ja? Er ist somit als Mensch auf die Erde gekommen und war verpflichtet bzw. gezwungen, das Gesetz jetzt zu halten, sich an die Gebote zu halten. Das ist das, was man unter den Christen versteht. Ich sage euch, liebe Geschwister, dass Jesus niemals unter dem Gesetz war, mit der Definition von den Christen. Wenn, dann nur, wenn es anders definiert wird. Wir wissen von Paulus ganz klar, dass das Gesetz Sünder gegeben worden ist.
Okay, in 1. Timotheus steht 1. Timotheus. 1. Timotheus. In 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 9. Kapitel 1, Vers 9. Da heißt es, ich lese ab Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet. Und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist. Also einem Gerechten ist kein Gesetz auferlegt und Jesus war gerecht. Sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschänder, Menschenräuber, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Paulus sagt hier, das Gesetz ist Sünder gegeben, das Gesetz ist Gottlose gegeben. Also wie kann das Gesetz Jesus gegeben werden? Also Jesus war gerecht, Jesus war kein Sünder. Also das Gesetz wurde das Volk Israel gegeben, ja, am Berg Sinai. Und das war schon ein sündiges Volk. Das Gesetz braucht ein Sünder und nicht ein Gerechter. Also somit muss das anders definiert werden, wenn es heißt, dass Jeshua unter dem Gesetz war. Was bedeutet unter dem Gesetz? Wir wollen erstmal schauen, ob Jesus wirklich gezwungen war, das Gesetz zu halten, beziehungsweise ja, ob er es gegen seinen Willen gemacht hat. In Johannes Kapitel 14, Vers 31, Johannes Evangelium, Johannes Kapitel 14, Vers 31, da sagt Jesus, damit aber die Welt erkennt, ja, die Welt muss es erkennen, die Menschen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat. Steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Okay? Er sagt, die Welt muss erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat. Ich halte seine Gebote nicht, weil er mich zwingt, sondern weil ich ihn liebe. Okay? Und es ist was ganz anderes, wie heute die Christen es sagen. Jesus war unter das Gesetz. Er musste das Gesetz halten. Ja, alle mussten das Gesetz halten, aber niemand hat es geschafft. Ja? Jesus macht es ja aus Liebe und nicht, weil er verpflichtet oder gezwungen worden ist. Natürlich entsteht damit nach einem Plan Gottes und hat auch einen bestimmten Auftrag. Ich möchte nur damit hindeuten, dass Jesus nicht gezwungen war, das Gesetz zu halten, weil das ist das, was die Christen meinen, wenn sie sagen, Jesus war unter das Gesetz. Ja, so er musste. Ja, er musste das Gesetz halten. Nein, Jesus hat sich freiwillig hingegeben für den Menschen. Er musste nicht. Er wollte es. Und das ist wieder ganz, ganz unterschiedlich. Wir müssen aufhören, immer so menschlich zu denken. Ja? Natürlich, auf der einen Art und Weise sagen wir, ja, er musste, sonst konnten wir nicht errettet werden. Natürlich. Ja, er hatte ja einen Auftrag. Aber er tat es nicht, weil er gezwungen wurde oder weil er verpflichtet war, weil er es wollte. Er hat es freiwillig getan und er hat die Gebote nicht gehalten, nur um uns zu erretten und das Gesetz zu erfüllen, sondern er hat es gemacht aus Liebe zu seinem Vater. In Kapitel 6, Vers 38 im selben Evangelium Johannes, da heißt es, Vers 38, da heißt es, Vers 38, Johannes Evangelium, Kapitel 6. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ja, er tut den Willen seines Vaters. Und er hat den Himmel nicht verlassen, weil er es muss, sondern weil er freiwillig aus Liebe zu seinem Vater es machen wollte. So, das heißt, was heißt aber jetzt? Kommen wir mal nochmal zu dem Thema, was heißt, dass Jesus unter dem Gesetz geboren ist? Er war nicht unter, er ist geboren unter dem Gesetz. Das Unglückliche ist, dass wir im Griechischen immer nur das Wort Gesetz haben. Ja? Und egal welches Wort, ob Tora oder auch was anderes von der Tora gemeint ist, immer nur mit Gesetz übersetzt worden ist.
Was hier in Galater Kapitel 4, Vers 4 gesprochen wird, er ist unter dem Gesetz, er ist geboren unter dem Gesetz, heißt nichts anderes, dass er geboren ist in einen Zustand, wo das Gesetz wirkt. Das Gesetz wirkt. Okay? Das heißt, er ist geboren in einen Zustand, wo das Gesetz den Mensch verurteilt. Er ist geboren unter der Auswirkung des Gesetzes, beziehungsweise, noch besser gesagt, er ist geboren unter dem Todesurteil des Gesetzes. Okay? Das Gesetz hat zwei Ziele. Okay? Zwei Ziele hat das Gesetz. Leben oder Tod. Schuldig oder unschuldig. Und hier herrschte das Gesetz mit dem Todesurteil, dass alle Menschen Sünder waren und alle Menschen haben diesen Todesurteilsspruch gehabt. Alle Menschen waren gefangen in dem Gesetz, in dem Urteil des Gesetzes. Und in diesen Zustand ist er hineingeboren, denn er nimmt leibhaftig menschliche Gestalt an und als Sterblicher kommt. Okay? Als Sterblicher heißt, du kommst unter der Wirkung des Gesetzes, unter ein Sterblicher, unter den einer, der ein Todesurteil auf ihm ist. Das ist damit gemeint. Er hatte den Samen Gottes, aber er hatte menschliche Gestalt. Aus einer Frau ist er geboren und nahm Gestalt an und ist geboren in einem Zustand, wo der Todesurteil auf die Welt oder auf den Menschen herrscht und das Gesetz den Menschen somit gefangen hält unter diesem Todesurteilsspruch. Das heißt, Jesus war hier in einem Zustand geboren, wo er gezwungen war. Das kann man vielleicht sagen, vielleicht auch nicht. Er war nicht mal da gezwungen, aber wo er unbedingt den Tod schmecken musste. Er musste sterben, obwohl er nicht gesündigt hat. Ja, und das ist das, was auch passiert. Er musste unbedingt sterben, weil er in einen tödlichen Leib, ja, ist sterblich geworden. Ja? In einen tödlichen Leib ist er hineingeboren. Und das heißt, er ist geboren unter das Gesetz, er ist unter der Wirkung des Gesetzes geboren. Er ist geboren mit diesem Todesurteil auf sich, weil er diese Kleidung angenommen hat, diese Menschlichkeit. Und die Menschlichkeit muss sterben. Und das hat er nur gemacht, damit er die unter dem Gesetz sind, weiter in Vers 6 heißt es dann, in Vers 5 in Galater, heißt es, damit er die unter dem Gesetz sind, loskauft aus dem Gesetz, aus der Gefangenschaft. Warum? Weil nur wenn er in den Tod hineingeht, kann er den Tod auch besiegen und alle restlichen Gefangenen aus diesem Tod kann er auch befreien. Und das ist das, was gemeint ist. Er ist unter dem Gesetz geboren. Er war nicht unter dem Gesetz in dem Sinne, dass er jetzt gezwungen war, das Gesetz zu halten. Nein, das Gesetz hat er freiwillig gemacht. Aus Liebe zu seinem Vater hat er es gemacht. Und er hat es gemacht. Und er ist aber geboren unter dem Gesetz, geboren unter der Wirkung des Gesetzes, unter dem Zustand des Gesetzes. Und zwar, dass jetzt ein Todesurteil auch auf ihm ist. Obwohl er von Gottes Samen geboren wurde, aber er hat menschliche Gestalt angenommen und diese menschliche Gestalt musste sterben, weil das Gesetz es so verlangt. Okay? Also, da heißt es in Vers 5, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Somit bekommen wir jetzt diese Sohnschaft und sind auch Miterbe von dem Reich Gottes. Das ist das, was ich unter dem Gesetz verstehe. Wir müssen nicht immer meinen, wenn das Gesetz, dass es hier um die Gebote Gottes sind. Ja? Das Gesetz wurde Adam und Eva auch nicht gegeben in der Form, wie es Moses den Israeliten gegeben hat. Ja? Trotzdem waren die unter dem Gesetz danach, als sie gesündigt haben, weil sie haben gesündigt. Und jetzt war dieser Todesurteilspruch auf sie. Ja, sie mussten jetzt sterben. Und das war, sie waren unter das Gesetz der Sünde. Okay? Und somit ist das, was immer unter dem Gesetz gemeint ist. Unter dem Gesetz heißt unter dem Fluch des Gesetzes, die Strafe des Gesetzes. Ich weiß nicht, welche Worte ich noch benutzen muss, um das noch verständlicher zu machen. Aber in diesen Fluch hinein ist er geboren, der Jesus Christus. Nicht, weil er jetzt gezwungen war, das Gesetz zu halten. Nein, er ist in den Fluch, ja, hineingeboren, dass er jetzt sterblich geworden ist
und jetzt muss er durch den Tod durch, hindurch. Ja, das ist das, was gemeint ist im Galater Kapitel 4, Vers 4. Also somit war Jesus niemals unter dem Gesetz in dem Sinne, dass er jetzt die Gebote halten musste, weil er gezwungen war. Nein, das Gesetz wurde Sünder gegeben und nicht Gerechte. Jesus war kein Sünder. Er stand nie unter dem Gesetz in dem Sinne, unter dieser Verurteilung für sich selbst. Aber er stand unter diesem Fluch des Gesetzes, weil er menschliche Gestalt aufgenommen hat, angenommen hat und somit musste durch den Tod hindurch. Das ist die ganze Thematik. Ich hoffe, ich konnte auch euch hier etwas, eine andere Perspektive vielleicht zeigen, eine andere Sichtweise. Ich mache das immer gern, dass ich ein bisschen versuche, vielleicht andere Ansichten aufzuzeigen. Man muss nicht immer unbedingt dieses Traditionelle annehmen. Es läuft viel verkehrt, es wird viel falsch verstanden und ich hoffe, dass ihr was damit anfangen könnt. Ich danke für eures Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Shalom.